Ahoi, liebe Serienjunkies da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zum ersten Podcast der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead bei Serienjunkies.de. Ich bin Adam, mit mir dabei heute. Anne, hallo. Und? Hallo, hier ist Felix. Wir heißen euch willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel der Serie, die ihr in Deutschland bei Amazon Prime sehen könnt, wenn ihr der Kunde seid, zufälligerweise direkt am Montag nach der US-Ausstrahlung. Und wir besprechen heute die Folge Monster. Erstmal vorab vielen Dank für eure vielen Nachfragen, ob wir denn diesen Podcast überhaupt machen. Ja, wie ihr seht, ja, Spoiler. Wöchentlich machen wir da jetzt eine kleine Besprechung, wie es dann zu Game of Thrones Zeiten sein wird. Das müssen wir bei Zeiten dann nochmal ein bisschen erörtern. Ich würde einfach mal sagen, ganz unvoreingenommen, dass Game of Thrones ganz klar Priorität hat. Das werden wir noch sehen. Du kannst dein Game of Thrones besprechen gehen, ich halte hier Monologe über Fear the Walking Dead. Ich nehme Mario mit, ja, und ich glaube, Hannah hat auch vielleicht mehr Lust auf Game of Thrones als Fear the Walking Dead. Nein, heißt das dann, ich muss Fear the Walking Dead dauerhaft vielleicht machen. Juhu! Der Schmidi ja auch, der muss ja nicht beim Game of Thrones Podcast mit dabei sein. Wollen wir nicht, der ist so dumm dafür. Der ist heute leider auch krank, deswegen haben wir hier diese Konstellation. Ja, wir sind mal wieder die Urlaubskrankheitsvertretung, Felix und ich. Und Hannah ist noch bei Netflix auf einem riesigen Event, wo sie alles spricht. Ich weiß gar nicht, warum ich so komisch und gesagt habe. Und dann kommen ganz viele tolle Interviews. Yay. Darauf könnt ihr euch freuen. Ja, aber besprechen wir vielleicht gleich die Episode. Ja. Monster. Am Anfang gibt es ja so ein schönes... Ganz kurz. Ja. Ich fühle mich an diesen komischen Song von Rihanna und wie heißt er gleich nochmal? Der Rapper. Der Rapper? Der Weiße. Eminem? Eminem, yes. Genau. Wie hieß geht es? Das? Der war auch so ein Monsterlied. Nein, dieses Monsterlied. Weiß ich doch nicht. Das Monsterlied. Da habe ich sofort dran gedacht irgendwie. Aber du willst es uns jetzt nicht vorsingen. Nee, ich kann es dir nicht vorsingen, weil ich kann mir nicht an den Text erinnern. Meine erste Song-Assoziation ist Monster von den Beatsteaks. Okay. Wir sitzen hier übrigens perfekt in der The Strawberries-Konstellation. Das stimmt. Ihr seid quasi live Max bei der neuen Song-Entwicklung dabei. Monster. Ah ja, stimmt. In jedem CD-Laden, der noch existiert. Also keinem. Ja, bitte zurück zu Monster. Was ist euer Lieblingsmonster-Song? Monster Party von den Ärzten? Oder Monster Mash. It is the Monster Mash. It's on a mash. Da gibt es doch bestimmt noch andere Songs mit Monster, oder? Hieß nicht Lady Gagas eines Album auch Fame Monster oder so? Das kann sein, ja. Wirklich. Ja. Criminal Monster. Hm. Monster, Monster. Oh, oh, you got it. Beatsex verklagt mich nicht. Also. Die sind cool. Okay, zurück zur Episode. Direkt in die Besprechung rein. Das Intro findet ja erstmal am Strand statt. Und ich habe auch von anderen Leuten gelesen, also nicht nur von euch, dass sie erstmal ein bisschen verwirrt waren, weil sie dachten, entweder wurde jetzt was übersprungen. Oder es wurde was vergessen oder sonst irgendwas. Ging euch das also jetzt auch genauso oder nicht? Nein, mir ging es nicht so. Ja, mir ging es absolut so. Ja? Weil, wenn ich mich recht erinnere, und das ist ja wieder ein Weilchen jetzt her, der ersten Staffel, war das Ende der letzten Episode, also des Staffelfinals der ersten Staffel, war doch noch relativ hell am Tag. Ja. Und sind doch zurückgepannt sozusagen vom Strand und man hat dann Travis hat den und Planet der Affen Gedächtnis-Shot gesehen. Genau, richtig. You Maniacs! Und dann war halt dann, dachte ich, okay. Und jetzt steigen wir halt ein, mitten in der Nacht, Los Angeles brennt lichterloh und irgendwo sieht man ein paar Zombies rumlaufen und generelle Panik und das war doch für mich so ein, ich konnte mich schon zusammenreimen, aber ich fand es doch einen relativ großen Sprung. Aber die Abigail hat man ja gesehen jetzt am Ende, ne? Wir haben sie, glaube ich, in so einem Fernglas gesehen. Genau. Aus dem und dann, als nochmal die weite Aufnahme war, hat man sie, glaube ich, im Wasser liegen sehen. Das erklärt auch meine Frage nach dem Tuch von vorhin. Nee, also ich habe mich nicht gewundert, ich weiß nicht, das habe ich, ich glaube, ich hatte einfach noch so sehr dieses Bild von Liza, am Strand erschossen irgendwie im Kopf, dass ich das einfach akzeptiert habe. Aber ja, ein Zeitsprung mit Flammen und Feuer. Ja, und die mussten ja auch erstmal zu Abigail kommen. Also ich meine, das ist schon verzeihlich. Also von Strands Millionen Dollar Anwesen zu Abigail. Wenn es denn seins ist. Ist Abigail sein Boot? Kurze Frage, sie haben ja dann so ein Gummiboot, ne? Sorry. Glaube ich, schwarz. und mit so einem Motor. Und da habe ich auch gefragt, wo die das her haben, um halt dann dahin zu kommen. Habe ich irgendwas vergessen aus der ersten Staffel, dass sie vielleicht irgendwo noch so ein, also es gibt es ja wirklich bei so Yachten, die halt nicht direkt an der Küste liegen. Man sieht ja auch, wie es halt dann transformiert wird quasi da rein. Genau, sie haben Boot. Du musst halt irgendwo ein Zufahrtboot haben, dass du halt dahin kommst. Aber ich wusste nicht mehr, ob die das schon irgendwie hatten oder ob es da irgendwie. Und ein Schlauchboot haben sie ja in der Abigail. Und Entschuldigung, wenn ich den kleinen Sprung mache, aber ganz am Ende, wenn die da ihre komische Wasseraktion starten, ist dieses schwarze Schlauchboot nämlich nicht in dem Hangar quasi drin, sondern außen.
Und ich dachte, vielleicht haben sie auch zwei, aber das habe ich nicht klar sehen können. Das müssten sie ja rein theoretisch, das muss ja einer rausgeschwommen sein zu Abigail, das Boot geholt haben. Das hat Strand gemacht. Ja, und dann konnten sie da, weiß ich nicht. Aber ich bin bei dir, ich glaube auch nicht, dass wir gesehen haben, wie sie das Boot geholt haben. Ja, also wenn wir falsch liegen, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren lassen. Da war halt so eine kleine Lücke, vielleicht liege ich auch verkehrt. Ja. Oder er ist wirklich geschwommen, man weiß. Auch möglich, ja. Ja, aber erstmal haben sie noch die gute Liza im Schlepptau, die in so einem fast Leichensack gewickelt ist. Ja, Leichentuch oder so, ne? Ja. Aber ein Betttuch, als Leichentuch umfunktioniert. Genau. Aus Strands Villa wahrscheinlich oder sonst irgendwo. Vermutlich, ja. Es war ja so, dass unten Travis und Maddie standen und Chris, glaube ich, auch. Mhm. Ja. Und oben war der Rest noch gewesen. Mhm. Am Anfang jetzt? Nee, am Ende der ersten Staffel. Genau. Das heißt, es ist schon möglich, dass von oben dann einer noch was mitgebracht hat, als sie runter zum Strand gegangen sind. Ne? Also da war jetzt nicht irgendwie die Frage, wo kommt das Betttuch her? Ja, ich finde, das ist schon plausibel. Also ich finde es halt total bescheuert, dass sie dieses Betttuch geholt haben, aber egal. Ich finde, man kann auch darüber streiten, wie sinnvoll es jetzt ist, Liza überhaupt mitzunehmen. Ja. Das habe ich mich nämlich kurzzeitig mal gefragt. Da kommt der Problemfaktor Chris ins Spiel. Ja. Aber ja, richtig. Also man kann Chris Trauer auf jeden Fall nachvollziehen in dieser Episode. Deswegen hat man das wahrscheinlich gemacht. Die sind auch gerade mal 1-2 Wochen in der Zombie-Apokalypse, vielleicht einen Monat maximal oder so. Wie war das? Ja, so in dem Dreh, ungefähr, ne? Ungefähr, ja, glaube. Ich glaube, diese Militärregentschaft ging so 10 oder 7 Tage, irgendwie sowas in der Richtung. Und da hat man natürlich auch noch nicht Abschied genommen von so lieben Menschen, die man jetzt verloren hat. Deswegen ist das auf jeden Fall ziemlich nachvollziehbar. Er hat ja auch gesagt, Entschuldigung, er hat gesagt, dass er nicht ohne sie geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, also ich meine, das war dann off-Kamera quasi, dass einfach er da wahrscheinlich einen riesen Terz gemacht hat und er geht nicht ohne seine Mutter. Und dann finde ich es doch auch nachvollziehbar. Aber ich musste erstmal super lachen, es tut mir auch leid, aber ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Ich musste bei Chris sehr oft lachen. Also ich habe es auch Adam gerade noch gesagt im Vorgespräch. Es ist halt, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich möchte ihn irgendwie nachvollziehen können. Das kann ich auch ein Stück, weil er hat seine Mutter verloren. Aber Chris, sei es jetzt vielleicht der Darsteller, der das immer noch so komisch macht, er ist einfach für mich eine wahnsinnig nervige Figur. Auch wenn ich jetzt seine Trauer nachvollziehen möchte und auch verstehen kann. Immer wenn ich ihn sehe, da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist ganz gemein auf wahrscheinlich diesem Schauspieler gegenüber. Sein Name ist mir nicht mal jetzt gerade geläufig. Aber das ist immer sehr seltsam. Deswegen kann ich die Szene mit ihm sehr selten ernst nehmen. Ich fand diese Leiser-Chris-Szenen eigentlich gar nicht so schlecht auf dem Boot. Ich meine, die waren schon irgendwie, das war halt so ganz intim und auch irgendwie ein bisschen unangenehm, aber trotzdem nachvollziehbar, wie du auch gesagt hast. Aber ich finde, dann bringt er halt immer wieder so Sachen, die ich auch so super nervig finde. Dann denkt man, okay, jetzt hat sich der Junge ein bisschen berappelt und dann kommt er da zur Beerdigung und plötzlich aus dem Nichts schmeißt er da die Leiche von seiner Mutter. Da muss ich halt richtig laut lachen. Auch. Also das war super seltsam. Ja. Naja. Man muss halt auch sich vor Augen führen, dass Liza jetzt seine Bezugsperson, seine Hauptbezugsperson war, weil er ja bei ihr gelebt hat und irgendwie Travis nur am Wochenende gesehen hat. Ja. Oder was weiß ich, jedes dritte Wochenende oder so. Und Travis oder Curtis? Scheiße. Nein, Travis ist richtig. Ich wollte dich nur Penner, hör auf. Das ist Adam, sein Kryptonit. Aber wir sind für dich da, Adam. Wir kennen alle Namen, vor allem ich. Oh Gott. Hat er mich richtig aus dem Konzept gebracht. Yes. Ja, und man sieht ja auch die wie heißt das Wort? Anonymisierung? Nein, die... Mist. Die Verstimmungen zwischen Travis und seinem Sohn Chris die ganze Zeit. Also die haben halt nicht das beste Verhältnis untereinander. Nee. Ja, ich meine, und er hat seine Mutter abgeknallt. Und ich glaube, darüber kommt der Hormone. Hört auf mit diesen Fremdwörtern. Nimmt einfach. Wir brauchen Exi. Exi, wo bist du? Elegisch. Eklektisch. Entschuldigung. Ja, dazu kommt halt dieses Teenager-Gehirnchen, glaube ich, einfach dazu. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber den Satz wollte ich noch sagen. Sorry. Ja. Es spielen Hormone halt auch Hormone. Mit rein, wolltest du, glaube ich, auch sagen. Gut, dass wir den nicht zu zweit gemacht haben, den Podcast. Danke, Felix, dass du da bist. Ja, aber zurück zum Strand. Da sind ja die drei dann zusammen und Nick und Strand sind schon ein bisschen vorgefahren. Mhm. Von Ophelia ist da in dem Moment und von Daniel gar keine Spur. Das ist die erste Tour mit dem Boot, ja. Ophelia, Daniel, Lisha, Nick und Strand fahren, glaube ich, vor zum Boot. Mhm. Und dann fährt Nick nochmal zurück, um seine Mutter, seinen Stiefvater und Stiefbruder wieder zurückzuholen. Und da muss ich ja sagen, wir haben ja hier wieder wir zählen jetzt Nick mal als Teenager nochmal oder weiterhin. Ja, ja. Von den dreien, die hier in Erscheinung treten in der Episode, Chris, Alicia und Nick, hat er mir hier noch am besten gefallen, weil er auch gerade am Anfang der Episode mit dieser Bootaktion eigentlich ganz schön Pluspunkte bei mir gesammelt hat. Da hat er sich sehr fähig präsentiert und nicht so nervig wie in der ersten Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat er den besten Zombie-Kill vielleicht überhaupt. Geht auf sein Konto mit einem Retourenblatt, so ein Zombie im Wasser, das Gesicht wegschnetzeln. Mhm. Fand ich sehr cool. Und deswegen fand ich in dem Moment ihn eigentlich auch sehr gut.
Ich würde es jetzt nicht den besten Zombie-Kill insgesamt von Walking Dead und Fear the Walking ja, Dead. Ja, ich sag mal von Fear the Walking von Dead. Von Fear the Walking Dead vielleicht. Von Staffel 2. Aber erinnere dich so zum viele. Beispiel an Michonne und das Kabel oder. Na, wir Daryl. Wollen es ja nicht mit The Walking Dead jetzt vergleichen. Das stimmt. Wir sehen das mal unabhängig. Aber ich schon. Okay. Daryl und das Nummernschild und so die Kette. 10 Stunden später. Und Flammenzombies. Ja, mir hat er ja nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich finde, da hast du schon recht. Das fand ich auch cool. Das hat mir auch gefallen mit dem Rotorenblatt da. Aber ich finde halt, dass er schon sehr durchschaubar angelegt ist. Halt dieser Teenager oder dieser junge Erwachsene, der halt im echten Leben quasi nichts auf die Reihe kriegt, der Drogenabhängige und dann, keine Ahnung, zeigst du halt, wie der halt jetzt richtig was drauf hat in der Zombie-Apokalypse und sein wahres Ich zeigen kann. Aber ich finde halt, Entschuldigung, wenn ich wieder springen muss, aber gerade diese Wasserszene am Ende, wo er da baden geht und dann mit den Zombies so ein bisschen Planschi-Planschi macht, ich finde, das ist halt wieder so typisch. Wir zeigen mal, dass der halt irgendwie noch nicht mit seinem alten, kaputten Ich abgeschlossen hat, und damit er nicht gleich ganz cool ist. Ich weiß nicht, also mir gefällt die Zeichnung nicht ja, ganz gut. Ja, da können wir ja später nochmal drüber reden. Ja. Aber jetzt für den Anfang fand ich es halt gut, weil es ist ja auch eine Zombie-Apokalypse, ist ja eine Ausnahmesituation, und da können ja Menschen, die vorher überhaupt keinen Wert hatten, das hört sich jetzt böse an, aber man muss es einfach mal so drastisch sagen, plötzlich über sich hinauswachsen und einen neuen Wert bekommen. Es wird ja nachher dann auch von Strand gesagt, was der Wert von Nick ist. Ja. Da war ich so ein bisschen unentschlossen, wie ich das finden soll. Die Argumentation war nicht ganz so zufriedenstellend für meinen Geschmack, aber da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Mhm. Aber ich fand, für den Einstieg war ich überrascht, weil ich hatte ihn wesentlich unfähiger und mehr klotziger am Bein mäßig in Erinnerung aus der ersten Staffel. Und hier war halt wirklich, ohne ihn wären sie halt nicht gerettet worden. Er ist ja alleine zurückgefallen. Ja. Ne? Und da zeigt man auch schon, dass Strand ja eine gewisse Verantwortung ihm überträgt und Nick sich auch weiterentwickelt und tatsächlich anscheinend von seiner Sucht weiter weggekommen ist, als es noch am Ende der ersten Staffel der Fall war. Ich muss leider noch mal ein bisschen auf Chris rumhacken. Ja, bitte. Weil er ja so an Liza hängt, also nachvollziehbar hängt. Es ist ja auch ein bisschen so, dass er wieder seine neuen Eltern quasi in die Gefahr bringt, weil da ja auch Zombies im Anmarsch sind und die mit Mühe und Not sich wehren können dagegen. Also da hätte jetzt auch schon ganz schnell ein Biss stattfinden können bei Travis, da gab es ja auch Madison. Diverse Situationen, die so an Walking Dead Sachen erinnert haben, wo man halt immer nicht gesehen hat, wird er jetzt gebissen oder wird er nicht gebissen, ja. Und nachher zeigt er dann irgendwie, krempelt er den Ärmel hoch und dann, oh, ich wurde gebissen oder sowas, weil das war schon relativ eng an manchen Stellen. Und was hat ein Travis da gehabt, so ein Stückchen Treibholz oder so, glaube ich, hat er. Ein Stein. Jemand Stein hat Stein, ja. Maddie gehabt, glaube ich. Genau. Ja, das war eng auf jeden Fall. Und da denkt man auch so, Leute, ihr müsst jetzt einfach da weg, ganz ehrlich. Ja. Da ist das fucking Boot und geht da hin und bleibt nicht länger da. Aber wie nervig das sein muss, wenn du so ein Teenager da in der Backe hast. Nein, ich geh nicht weg, ich geh nicht zum Wasser. Das war halt so ein bisschen störend. Was ich aber cool fand an dieser ganzen, an diesem ganzen Anfang war, und das hat sich auch wie so ein roter Faden durch die ganze Episode gezogen, war so die Visualität. Also mir hat das sehr gut gefallen, dieses Brennen in Los Angeles, dieses Bombardement, was halt sehr systematisch auch war, so hat es zumindest ausgesehen. Es wurde auch so angedeutet, dass halt die US-Regierung das auch wirklich landesweit macht mit Großstädten anscheinend, hatte ich so den Eindruck. Und das war schon sehr gruselig, irgendwie dieses Bild, wie man diese flammende Küste, es war ja wirklich nur noch ein Flammenmeer. Und das war irgendwie sehr cool. Also das fand ich gut. Und damit wird auch erklärt indirekt, warum es denn jetzt dunkel ist, weil Explosionen im Tageslicht wären wieder nicht so geil optisch gewesen. Deswegen mussten sie da schnell mal so einen Tag-Nacht-Wechsel vollziehen, glaube ich. So Walking Dead-esque. Ja. Innerhalb von einer Minute. Ja. Es ist nachts. Deal with it. Und das war schon die Operation Kobalt, ne? Ganz genau, ja. Ja. Von der Strand ja irgendwie gewusst haben muss. Ja, finde ich, da gibt es noch eine sehr interessante Szene mit Salazar, mit Daniel. da freue mich auch schon auf, wenn wir gleich drüber sprechen werden. Aber zuvor erstmal, sie sind auf der Abigail und ich dachte mir nur, da ist sie also. Jetzt sehen wir sie in ihrer vollen Pracht. Geiles Boot. Sah gut aus, fand ich. Mhm. Obwohl man, glaube ich, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin da ja immer so ein bisschen. Ich bilde mir immer ein, CGI sehen zu können, obwohl ich nicht weiß, ob da jetzt welches tatsächlich da war. Aber so hinten sah schon so ein bisschen gemacht aus. Annie, was sagst du da als Bildgestalterin? Also ich glaube, ich hätte die Episode wahrscheinlich, ich habe sie jetzt nicht in super groß auf Full HD gesehen. Egal. Auf jeden Fall, das hätte ich wahrscheinlich gebraucht, um das sehen zu können. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich würde auch sagen, mir fällt sowas immer recht schnell auf. Ich meine, diese neumodischen Yachten, die sind halt einfach, die sehen halt super spacig aus. Ich habe mich ein bisschen an, ich weiß nicht, war das Gattaca? Dieser Sci-Fi-Film, wo der Typ das Boot zeichnet? Wahrscheinlich nicht. Egal, das schneide ich später selbst raus. Das ist ein Schmarrn. Ja, also mir ist es nicht aufgefallen. Aber ich denke, einfach dieser super spacige Yacht-Look. Ich fand halt nur die Positionierung der Leute
Und dann, wie es so in der Großaufnahme geframed wurde, sah so ein bisschen aus, als hätte man da ein bisschen getrickst oder nachgeholfen. Also ich fand es sehr realistisch. Ich glaube, das war auch wirklich eine richtige Yacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass, keine Ahnung, also das, was Anna gesagt hat, dass die Yachten halt heutzutage so aussehen. Ich habe mal in meinem Urlaub in Florida viele Abende in einer Marina, also einem Hafenbecken verbracht. Also nicht in dem Becken direkt, sondern in diversen Restaurants, die da sind. Und da waren immer ganz viele Yachten, sind rumgefahren und die sahen schon immer sehr beeindruckend aus und haben mich jetzt auch an das Ding erinnert. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die halt eher eine richtige Yacht dafür genommen haben, die dementsprechend groß ist. Und da kannst du natürlich auch mit dieser Größe spielen. Das ist halt wie so ein eigenes kleines, ja, wirklich wie eine Bühne. Ja. In San Diego sehe ich ja auch immer Yachten. Da ist mir jetzt noch nie so ein Riesending untergekommen. Obwohl, es gab einmal so ein Schiff. Das war schon ziemlich riesig. Kleine Anekdote, als ich mit ein paar Freunden in Miami an so einem Dings in dieser Marina saß, da war so eine riesige Yacht. Und auf Knopfdruck ging die mal 20 Uhr an. Und da war wie so ein Weihnachtsbaum, hat die komplett geleuchtet mit Neon. Und das war halt irgendeiner, der irgendwelche Komplexe hat. Und der wollte halt immer seine riesen Yacht vorführen. In diesem Look at my yacht. It's amazing. Ja. Also ich denke einfach auch die Form und so, das ist halt auch so, wenn du halt so viele stromlinienförmige, runde Elemente hast. Ich meine, die sehen halt einfach... Also ich weiß gerade nicht, ich fand die Yacht sehr cool. Ja. Aber bei den Sachen, die sie zuerst gemacht haben, war ich so ein bisschen irritiert. Also ich fand, Strand hatte ja von allen noch den kühlsten Kopf, der hat ja einen Plan gehabt, wo es hingeht. Wenn ich auf so eine Yacht gekommen wäre, das Erste, was ich getan hätte, wäre so... Zimmer geclaimed? Ja. Das meins. Handtuch auslegen. auf so Liegestühlen. Nee, eine Inventur machen. Vielleicht sogar Rationen einteilen. Gucken, was ist da? Wie müssen wir vielleicht haushalten? Mhm. Weil es kann sein, dass wir jetzt auf unbestimmte Zeit hier auf dem Meer gefangen sind. Und dementsprechend sollten wir uns vielleicht vorbereiten und genau schauen, was uns zur Verfügung steht. Und das ist ja überhaupt nicht stattgefunden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Oder habe ich irgendwas versäumt? Ich glaube, dass Strand das weiß. Also das hat sich ja auch, haben wir auch schon gesagt, gemutmaßt, dass der von Kobalt auch was wusste von dieser Operation. Ich glaube, der hat sich da ganz genau vorbereitet und betont ja auch schon oft, dass sie eine ganz schöne Weile halt auf dem Wasser überleben können. Auch gerade ganz am Anfang, vor dem Vorspann. Kommt 3000 Meilen weit. Genau, und halt, dass sie halt einfach eine ganz schön lange Zeit hat. Auf See auch sein können mit Nahrungsmitteln und so. Ja, das stimmt. Ich denke, dass er das schon vorbereitet hat. Und aber da ist die Frage, vertraust du Strand? Also vertraust du dem, was er sagt? Oder hast du nicht jemand wie Maddie zum Beispiel oder wie Daniel Salazar, sagen die sich nicht, ich möchte mit eigenen Augen sehen, was auf diesem Boot ist, was wir damit anstellen können und ob wirklich das stimmt, was Strand uns gesagt hat. Weil es ist ja schon, das ist ja das mit eines der interessantesten Sachen der ganzen Episode, so ein generelles Misstrauen zwischen einzelnen Charakteren, weil sie auf dem engsten Raum gemeinsam zusammen gefercht sind. Ja. Also eng im Sinne von einer gigantischen Yacht. Ja, eine riesige Yacht. Ich glaube halt, so weit sind die Charaktere noch nicht. Ich meine, das ist ja auch irgendwie... Klar, Maddie hat schon so, finde ich, auch Positionsansätze, auch eine sehr starke Persönlichkeit, aber ich glaube einfach, die sind noch viel zu sehr mit ihrem, wir haben irgendwie Familienmitglieder verloren, irgendwie die Welt ist gerade untergegangen. Die kommen ja aus so einer typischen, aus so einem mittelständigen Kleinstadt-Familienumfeld. Ich glaube einfach, dass die da noch nicht weit genug sind, so taktisch zu denken, zumindest noch nicht alle. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, Daniel schon eher von allen, die da sind. Dem würde ich auch zutrauen, dass er da mal irgendwie nachts rumhuscht und irgendwie Sachen auscheckt oder so. Da haben wir auch das Gespräch später zwischen Daniel und Maddie, die genau darüber auch sprechen, ob sie jetzt Strand vertrauen sollten oder nicht. Und er sagt ja auch ganz eindeutig, ey, ich habe ihn schon lange im Auge, während ich fische. Und meine trainierten Aale werden ihn auch ausspinnen. Zu den Vorräten glaube ich halt tatsächlich auch, dass Strand einen Überblick hat. Und er weiß ganz genau, ich habe jetzt 7 Leute gerettet, das bringt uns jetzt so und so lange irgendwie über die Runden, aber wir müssen vielleicht noch irgendwie was machen, also wie gesagt, angeln oder was weiß ich, irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall können wir keine armen Schiffbrüchige mitnehmen. Mhm. Das stimmt. Ja. Wo ist die Menschlichkeit? Ja gut, aber um jetzt vielleicht mal Hannah zu channeln, ich glaube, die wäre auch eiskalt weitergefahren. Hätte nochmal extra Gas gegeben. Lieben Gruß, Anna. Was hätte ich gemacht? Alle rein hier, natürlich. Bitte. Nimm bitte meinen Platz. Ich schwimme, kein Problem, gar kein Problem. Gebt mir nur so ein Rettungsring, wenn ihr keinen habt, dann bitte ein Stück Holz. Ja. Glaubt ihr denn, dass er, weil es immer um diese 7 Leute geht, dass er auch einfach Leute braucht? Das ist eine biblische Zahl? Oh mein Gott, Todsünden. Nee, meint ihr...
dass er auch Leute braucht, um dieses Boot einfach am Laufen zu halten, ob er die antrainieren will. Ich finde, im Moment wirkt es noch nicht so. Er macht so. Ja auf jeden Fall keine Anstalten, dass sie ihm da helfen, sowas, was das Steuern angeht. Und er hat ja so einen krassen Autopilot, oder? Dadurch würde er sich ja nicht, also jetzt ist er wirklich, die anderen sind ja von ihm abhängig. Mhm. Also weil er halt der Captain ist, weil er als einziger weiß, wie das Ding funktioniert. Mhm. So schwer kann ich mir das nicht vorstellen, ist ja kein Segelboot. Ja. Ne? Da bräuchtest du auf jeden Fall eine Mannschaft, die gemeinsam... Und wir sehen ihn immer nur den Steuerknüppel so nach vorne. Ja. Schnell, langsam. Das ist schwieriger, als du denkst, Adam. Das ist knallharte Arbeit. Wirklich. Ja, von daher versucht er, glaube ich, also er ist auch noch nicht bereit, sich natürlich komplett zu öffnen, logisch. Mhm. So würde man noch niemand, glaube ich, würde niemand Strand einschätzen. Sein Plan ist erstmal nach San Diego, weil was gibt es in San Diego? Comic-Con. Richtig. Stimmt. Da musste ich so lachen, als ich deine Review gelesen habe. Das ist sehr lieb. Die wollten alle in Hall H, Mann. Da dachten sie sich, wir gucken die neue Footage von. Das wird in diesem Jahr wie leergefegt sein. Ganz viel Cosplayer. Zombies. Ich bin der Erste in der Reihe. Weil sie da glauben, dass irgendwie die Küstenwache oder sonst irgendwie militärisch irgendwas gehen könnte. Und wenn es halt nicht so ist, dann, I don't know. Ja, dann geht es irgendwie weiter. Es gab ja dann noch so ein Gespräch, glaube ich, dann gleich im Anschluss zwischen Maddie und Travis, auch wegen den Schiffbrüchigen, wie man sich verhalten sollte. Und ging es nur mir so oder hatten wir schon mal so ein Gespräch in der Richtung, dieses klassische, Klar, was wir tun wir in jeder jetzt? Episode so ein Gespräch und in der ersten Staffel. Deswegen fand ich es wieder so ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, weil inhaltlich ist das immer das Gleiche und es geht halt nie irgendwie voran. Beide zoffen sich halt so ein bisschen, weil sie verschiedene Vorstellungen haben. Aber es gibt mir halt nicht so viel, weil ich kenne das halt schon. Mich wundert es jetzt nur, dass Madison auf einmal wieder Leute aufnehmen will, obwohl sie die Nachbarn halt komplett zurückgelassen hat. Da hast du es nämlich, die dumme Pute. Ja? Auf einmal. Ich fand sie die sympathischer. Ja. Genau. Oh, guck mal. Der eine hat einen lustigen Bart. Rauf aufs Deck. Aber wie viele Leute waren denn da auf diesem kleinen Boot? Es waren doch bestimmt 20 Leute. War es denn überhaupt ein Boot? Das war schon so ein Floaty-Boot oder so eine Banane, weißt du? So im Urlaub. So ein Titanic-Rettungsboot. Oh ja, geil. Das ist gut. So eine Party-Truppe eine Ansammlung eine von Jetskis. Ja. Nee, ich habe versucht mal zu zählen, aber schon so 10, 20. Ja, das wäre ordentlich gewesen. Maddie ist ja nicht die Einzige, die es möchte. Eigentlich möchten die gesamte Clark-Familie, also Nick spricht Strand ja darauf an, Alicia hätte eigentlich gerne mal ein paar Leute gerettet und ihre Menschlichkeit bewiesen, nur Daniel Salazar natürlich. Daniel Salazar sagt, ich glaube, wenn du ihn gefragt hättest, so, no ist possible. Wie soll mein Aal alle füttern hier an? Ophelia hat da irgendwie keine Meinung zu, zumindest in der Episode. Ja. Aber die war sowieso sehr non-präsent. Ich habe schon gesagt, Ophelia, wenn die nicht dabei gewesen wäre, niemand hätte sie vermisst. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich auch kurzzeitig nicht mehr an sie erinnert. Ist so. Also es ist kein Charakter. Ja. Sorry. Das ist halt nicht Alicia für mich. Genau, richtig. An alle Ophelia-Fans da draußen, sorry. Und not Travis sorry. Gibt dann der Alicia die fantastische Aufgabe, du spiel mal ein bisschen mit dem Funkgerät rum. Genau, lass es sie machen. Ja. Das ist aber so bescheuert. Ich meine, es ist halt Teenager-Beschäftigung einfach wahrscheinlich, aber... Ja. Ich glaube fast, die Autoren, die denken, okay, wir können ja unsere Teenager was Dummes machen lassen, weil das ja Teenager generell machen. Ja. Ne? Aber es ist trotzdem super frustrierend als Zuschauer und so wahnsinnig konstruiert. Also sie nimmt ja dann Kontakt auf mit Captain Jack, der irgendwo draußen in irgendeiner Bucht vor sich hin vegetiert mit ein paar Freunden auf dem Boot. Angeblich vor sich hin. Angeblich, genau. Und dann erzählt sie dem halt wirklich alles und komplett und wie viel die sind und also wer da ist und dass sie eine Maschine haben, mit der sie halt eigenes Trinkwasser fabrizieren können. Oder Lulu. Genau. Und dann denkst du schon, das ist wirklich, jetzt wird halt so ein Ding genommen, du hast es mir auch schon mal gesagt, ohne die Teenager würde nichts passieren in der Episode. Ja. Und würde Alicia nicht so dumm sein, hätten wir nicht ansatzweise die Spannung, die am Ende so ein bisschen aufkommt. Stimmt. Ich fand die Szene ja eigentlich ganz schön mit dem Song, wahrscheinlich auch, weil ich Musik mag, ich weiß es nicht, aber halt dieses, wie sie halt zögert, ob sie jetzt diesen Typen antwortet oder nicht, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich meine dann halt, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie dem alles erzählt, dachte ich auch, komm schon, weil irgendwie so eine kleine Telefonfreundschaft, warum nicht? Also aber das ist auch so eine TV-Truppe, einem Fremden alles zu erzählen, das hatten wir bei Arrow auch, ohne zu spoilen, mal neulich ganz massiv und ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass du einen netten Menschen, der dir sympathisch rüberkommt, dass du mit dem irgendwie in Kontakt bleiben möchtest, also, aber nicht vielleicht in dieser Zombie-Apokalypse-Situation. Und überall brennt alles. Weil, ich meine, man kann dir das Argument bringen, was du vorhin auch gesagt hast, was ich auch nachvollziehen kann, das ist alles eine neue Situation für die und die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber irgendwann zieht das auch nicht mehr. Dann ist es als Zuschauer, dann kann ich darüber nicht mehr hinwegsehen und sage einfach, nein, da muss einfach dann jemand da sein, ein Erwachsener, der halt einen kühlen Kopf bewahrt. Das können nicht alle rumlaufen wie Hühner mit abgeschlagenen Köpfen. Also irgendeiner muss doch da mal ein bisschen das an sich reißen. Und Alicia ist doch auch in der letzten Staffel ein paar Mal irgendwas Blödes passiert doch auch. Also ich meine, die hat ja auch null Lerneffekt, oder? War da nicht mit diesen Soldaten?
Ja. Da, also das verstehe ich halt nicht. Ich meine, die ist ja auch jetzt nicht mehr, die ist ja nicht mal 3 oder 4, ne? Ich meine, die ist schon, wie alt soll die sein? 17? Ja. Aber also, die denkt halt auch mit dem Tattoo an ihrem Freund, den sie verloren hat. Ja, schön, dann braucht sie jetzt Jack hat genau jemanden verloren, ja, deswegen, wir sind super Soulmates und so. Das kann ich ja schon verstehen, auch dass du dich irgendwie auch jemandem anvertrauen möchtest, der halt irgendwie nichts primär mit deiner Gruppe zu tun hat. Ich glaube, das ist auch menschlich ein Stück weit, aber dann halt einfach das Gehirn komplett auszuschalten und einfach, ja, der ist nicht da, ich kann ihn nicht sehen, also erzähl mir einfach alles, das macht nichts. Ist doch bescheuert. Um sie mal ein bisschen zu verteidigen. Okay. Bitte. Sie ist schön. Manchmal. Das ist mir egal. Ist sie auch. Ist sie, ja, das ist sie aber wirklich, finde ich auch. Ja. Und sie hat lange Hosen an, ist Anna Gedenkkommentar. Nein, aber um sie zu verteidigen, sie hockt da die ganze Zeit mit ihrer Familie und mit so 2, 3 fremden Dudes rum und hat dann jetzt halt auch mal einen anderen, mit dem sie reden könnte. Du hast ja auch so ein bisschen das Gesprächsbedürfnis als Teenager. Also, ja, klar. Das von alles daher so kann man das schon ein bisschen nachvollziehen, aber es ist halt wirklich, da musst du dich wirklich mal lernen zu limitieren, was du anderen Leuten anvertraust. Weil du ja mal denken könntest, die sind vielleicht nicht die allerbesten Menschen jetzt, wenn es um Tod geht und ums Überleben. Deswegen ja. Erziehungstipps mit Felix, Adam und Anne. Ja. So ist es. Wir hatten die kurze Szene schon mit Madison und Travis über die Nachbarn. Das haben wir kurz angedeutet. Wir hatten noch die Angelszene noch nicht ganz genau. Mit Chris und Daniel. Daniel. Da haben sich die Autoren, also ich denke ja manchmal so, dass die Autoren sich gewisse Beats überlegen. Mhm. Und das ist wieder so ein Beat, der funktioniert auch aus meiner Sicht, weil beide halt kürzlich Leute verloren hatten und jetzt so ein bisschen bonden. Und Chris irgendwie so einen neuen Ersatzvater sucht und den ein bisschen in Daniel findet. Ich sag's ehrlich, es liegt größtenteils einfach an Daniel Salazar, also an der Figur. Weil, also für mich gibt es eigentlich zurzeit nur 2 Figuren, die wirklich bei mir irgendwie mich hinterm Ofen hervorlocken, die ich interessant finde. Und zwar, das ist zum einen halt Daniel Salazar und Strand. Okay. Mhm. Madison gar nicht? Gar nicht. Also ich muss sagen, es gibt so viele Charakterkombinationen in der Episode, es wird ja ganz oft mal durchgemischt, wer auf wen trifft. Und jedes Mal, also wirklich selten bin ich irgendwie voll drin gewesen. Okay. Alles mit Daniel fand ich cool, weil es ein cooler Charakter, der sehr konsequent ist, der sehr klug ist und sehr beobachtend, der einfach auch in so einer Situation, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, weil er halt kühlen Kopf bewahrt, weil er halt Sachen bewertet. Er stirbt in Episode 3. Ich hoffe, es weh, ohne Witz, ey, wenn sowas passiert. Und deswegen finde ich ihn auch hier cool und ich kann absolut nachvollziehen, dass sich Chris zu ihm mehr hingezogen fühlt in der Situation als zu seinem Vater, der ja sich auch extrem unfähig präsentiert und hat einfach keine Kontrolle. Und Daniel ist halt irgendwie wie so ein Anker in so einer schwierigen Situation. Und deswegen finde ich ihn auch sehr cool. Außerdem ist Strand schon belegt von Nick. Das stimmt. Und Strand ist halt ähnlich vergleichbar. Er ist halt einer, der zum einen eine sehr coole Art hat. Wie heißt der? Domingo Coleman, glaube ich, heißt der Schauspieler. Und der hat halt auch die Kontrolle. Und das ist in dem Augenblick, kann man mal so sagen, in dieser Situation ist es einfach wahnsinnig attraktiv für einen Charakter, wenn er einfach nicht wie alle anderen komplett kopflos umherirrt. Mhm. Ja. Ich finde Maddie schon auch super spannend, muss ich sagen. Also da habe ich schon das Gefühl, da kann. Ja, ich meine, das hatten wir auch schon in der letzten Staffel, so gut wird sie jetzt der neue Rick, keine Ahnung was. Ich meine, das ist halt, da ist halt einfach so ein bisschen eine Ambivalenz zu sehen. Bei ihr sehe ich halt auch noch am ehesten, dass sie halt noch in die Richtung gehen kann, weil sie halt auch dann mit Daniel dieses Gespräch hat und so merkt, okay, vielleicht sollten wir wirklich nicht alles glauben, was uns Trent erzählt, nur weil er uns gerettet hat. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Oder es gibt die Abigail-Super-Teenager-Bande, die alle Zombies irgendwann umbringen kann. Es gibt ja noch die Konstellation, die dann offen wäre. Also vielleicht sichert sich ja irgendwie Madison das Vertrauen von Ophelia. Und wer ist noch offen? Alicia und Travis bonden dann so ein bisschen. Ja, nee, aber Alicia bondet ja definitiv mit Chris. Das haben wir schon, glaube ich, in der ersten Staffel oft gesehen, dass die halt schon irgendwie, als sie da in dem Haus looten sind und so weiter, dass sie da schon so eine Beziehung aufbauen, die sie vorher auch nicht hatten. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da was geht. Und ich hatte hier auch den Eindruck, dass vielleicht zwischen Nick und Ophelia so ein bisschen was dafür war diese eine Szene mit Ophelia also eigentlich genau da. Das war nicht sehr subtil. Wir sagen sehr gerne on the nose in diesem Podcast. Das war's leider. Ich habe das Gefühl einfach im Großen und Ganzen, dass sie zurzeit einfach mal probieren, jeden Charakter mit jedem zusammenzuwerfen und zu schauen, was am besten funktioniert. Und das geht bei mir noch gar nicht richtig auf. Ne? Ich habe halt so 1, 2 Favoriten, wo ich sage, jede Szene mit denen finde ich cool, weil es coole Charaktere sind. Aber der Großteil, der interessiert mich einfach noch nicht. Da müssen sie halt wirklich noch ein bisschen nachbessern. Das unterschreibe ich auch so. Und ich bin auch dabei, dass ich Daniel und Strand auf jeden Fall am faszinierendsten finde von allen Figuren, die wir bisher haben. Das Potenzial von Madison ist irgendwo da, aber sie ist zu inkonsistent, glaube ich, in ihren Entscheidungen und in ihren Handlungen. Ja, ich finde es eigentlich schade, weil ich meine, auch dass ich halt, ich mag keinen, auch wirklich keinen von diesen Teenagern richtig. Und eigentlich finde ich da, aber ist Potenzial da. Ich mag auch ganz gern diesen Coming-of-Age-Charakter und da wäre irgendwie auch durchaus cooles.
Material, finde ich, aber es funktioniert halt nicht. Also mich nerven die tatsächlich auch und ich bin selten von Dingen richtig genervt. Ja. Aber bleiben wir doch mal bei Strand, weil wir sehen sehr ja auch gerne in der Episode, dass er durchaus seine Macken hat. Das sieht man in der Szene, wo Madison ihn sprechen möchte und sie dann denkt, ist hier irgendwo Musik oder was? Mhm. Und dann stellt sie halt fest, nee, der spricht schon mit sich selbst, weil er irgendwie auf Schlafentzug ist und vielleicht auch ohne Schlafentzug. Das müssen wir natürlich noch sehen. Und er ist auch sehr von sich selbst überzeugt. Sagt er nicht irgendwie dann, dass man mit sich selbst spricht? Das ist ein Zeichen davon, dass man sehr intelligent ist, weil man, dass man irgendwas verarbeitet. Und sie sagt dann halt so schnippisch, ja, oder von verrückten Leuten. Genau, richtig. Seht ihr, Jungs? Hm? Ja, ich rede auch also, mit mir selbst. Oh Gott. It's weird. Ja. Oder halt begabt. Nee, wie gesagt, Strand finde ich halt sehr cool. Ich fand auch dann seine drei Regeln, die er aufstellt, als er von den Funksprüchen von Alicia erfährt, extrem cool. Die Szene war einfach, ich habe es vorhin so ein bisschen erwähnt, ich fand es so ein bisschen Abram-esque, um mal den Vergleich zu Walking Dead zu machen, weil er hat halt diese Art zu sprechen. Er flucht doch nicht ganz so kreativ wie Abraham, aber er ist halt so ein, er hat halt so coole One-Liner ab und zu. Und diese Ansage mit, ich habe drei Regeln, es ist mein Boot. Regel 2, es ist mein Boot. Und die dritte Regel, es ist mein gottverdammtes Boot. Ja, und da muss ich halt wirklich lachen, als ich sage, oh ja, der Typ ist cool. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mein Lieblingsspruch kam ja gar nicht von, na du, das war auch gut, aber mein Lieblingsspruch kam so ein bisschen von Jack, der einmal sagte, this is pretty swag, man. Ja, stimmt. Ach, Jack. Ich bin sehr gespannt auf Jack, ob wir den demnächst zu sehen bekommen. Aber erstmal steht ja noch eine kleine Seebeerdigung an. weil wir uns in Gewässern befindet, das irgendwie 44 Meter tief ist. Da war ich sehr dankbar, dass sie das metrische System benutzt haben. Ja. Irgendwelche Feed-Angaben oder sonst irgendwas. Und das ist halt so tief, dass man da leiser versenken kann und ein paar Worte. Es müssen genau 44 Meter sein. Und die Trauerworte übernimmt dann der gute, wie heißt er? Travis. Travis, ja. Travis. Cliff Curtis. Denke mal an die Kröte von Neville bei Harry Potter, aber du magst Harry Potter. Ich kenne keinen Harry Potter. Okay. I don't get that reference. Upsi. Trav. Ja. Und der sagt halt. Travel, Travis. Na gut. Der sagt dann halt, ja, Liza war schon irgendwie cool, die hat sich für alle aufgeopfert, hat immer allen geholfen und das Beste, was wir gemacht haben, ist dieser mopey Teenager. Wie war der Name gleich nochmal? Schmiss? That guy. Und die Rede findet er so wunderschön, dass halt seine Mutter direkt mal von Bord wird. Da musste ich so lachen. Ich habe halt auch gebrüllt. Ja. Und das war so. Das sah so blöd aus. Ja, wirklich. Ja, dann. Ja. Ich finde überhaupt keine Worte. Dann zieht er danach noch irgendwie, dann gibt es ja auch so ein relativ kurz danach so ein Essen, ne? So eine schöne Tafel gedeckt. Aber erstmal geht ja Travis nochmal zu ihm hin. Ja, stimmt genau. Dann kriegt er noch eins auf die Fresse. Ja. Gott, da dachte ich mir auch als Vater, ey. Junge, überstrapaziert jetzt Respekt hier. Respekt an die Selbstbeherrschung von gut, Travis, aber der hat halt auch, der hat halt seine Mutter abgeknallt. Und ich glaube, das ist halt immer im Hinterkopf. Das, und ich glaube, das in einem Teenager-Gehirn kommt das halt auch nicht so gut an, auch wenn die halt gebissen wird. Da hat er ja immer gesagt, ich hätte was tun können. Ja, ich glaube auch fast, dass sein Problem gar nicht so wäre, hätte er sie erschossen, wenn er dabei gewesen wäre, sondern er wollte sich halt wirklich nochmal verabschieden. Das kommt ja auch in dem Gespräch mit Daniel beim Angeln nochmal zur Sprache. Also er wollte einfach diese Möglichkeit des Abschieds haben und nicht einfach, dass ich die Erwachsenen jetzt wieder über ihn hinwegsetzen und irgendwie die Entscheidung finden. Deswegen hat er einfach die Leiche von seiner Mutter mal kurz ins Wasser geschmissen. Das übernehme jetzt ich. Ja, ich habe mich ja kurz auch erschrocken, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wo das jetzt hin soll. Und dann musste ich aber ich meine, da hat er ja doch später auch gesagt. Ich hätte ja Chris zugetraut, dass er ausrutscht. Ja, genau. und dann so mitgerissen wird. Aber warum hat er das gemacht? Achso, er wollte nicht, dass die fremde Menschen so irgendwie, er fand das Bild halt komisch, ne? Dass so viele fremde Menschen, die ihm fremd sind, um die Leiche seiner Mutter stehen. Auch, Ich habe da gedanklich auch ausgeschaltet, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, der Charakter ist leider wirklich für mich verloren. Das ist sehr schwer, dass der noch wieder rehabilitiert wird. Ich finde es auch krass, dass der ohne Ekel oder ohne Angst, ich meine, okay, der ist in einem Schockzustand, aber halt immer mit dieser durchlöcherten Mutti da irgendwie abchillt. Ich meine, irgendwie, ja klar, er wollte sich halt verabschieden. Ich dachte ja, als er nochmal das Tuch aufgedeckt hat, sie nochmal zum 10. Mal sieht und nochmal das Loch und ihr dann da einen Kuss gibt und sagt, hey, es tut mir leid. Ich dachte ja, dass er jetzt irgendwas mit der Leiche macht, die halt irgendwie heimlich entsorgt oder so. Mhm. Halt, weil ich finde, es war so ein, oder dass er sich jetzt irgendwas antut. Irgendwas dachte ich halt da. Nicht, dass da irgendwann so ein Norman Bates entsteht. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, wäre keine schlechte Idee gewesen, dass halt Chris so ein bisschen seine Trauer mehr introvertiert gezeigt worden wäre, als so extrovertiert. Also wenn er wirklich für sich
das versucht, das Kapitel abzuschließen, aber seine Trauer halt nicht irgendwie in Wut kanalisiert und das auf irgendwelche anderen Menschen rauslässt, weil das macht ihn halt so wahnsinnig unausstehlich. Ja. Wenn er halt damit selbst irgendwie klarkommt, was schwierig genug ist, aber was uns irgendwie den Charakter auf einer eigenen Art Reise zeigt, zu wachsen und mit diesem Verlust umzugehen, hätte ich, glaube ich, wesentlich besser gefunden, als wenn er jetzt hier den besagten Mopey-Teenager gibt, der dann noch, keine Ahnung, schwimmen geht. Ja, ja, aber ich habe die Folge ja zweimal gesehen. Einmal bei der Premiere, da verliere ich vielleicht auch später noch ein paar Worte zu der Deutschland-Premiere von Amazon auf Deutsch und dann später hier nochmal auf Englisch, als dann bei Amazon auch freigeschaltet wurde. Und in der deutschen Fassung hört man gar nicht, dass er über Bord geht. Mhm. Und in der deutschen Fassung fand ich, sah es auch viel mehr so aus wie so ein Selbstmordversuch. Ja, aber ich war in der auch englischen Fassung, meine auch, ja. Also auch bei der englischen Fassung hatte ich nochmal den Gedanken. Aber da wurde es dann so schnell abgetan von wegen, ja, ich gehe mal hier schwimmen. Vor allem, weil ja Nick direkt nachspringt und eigentlich auch das einzig Richtige tut, weil er halt denkt, ja, ey, Chris hat jetzt gerade seine Mutter da runtergeworfen und jetzt tut er sich da vielleicht noch was an. Kann er schwimmen? Man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, daran haben die gar nicht so gedacht. Ich finde, es hat auch wie so ein selbstzerstörerischer Akt gewirkt. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt umbringen wollte oder von diesem Boot runter. Das war so ein Fluchtgedanke. Aber ich habe auch, gut, es war dann die lustige Auflösung, so, hey, mir geht es jetzt voll viel besser, deswegen gehe ich ein bisschen baden. Ich meine, so soll es ja sein, aber also, es ging auch, finde ich. Also für mich war es lustigerweise, der erste Gedanke war wirklich eindeutig Selbstmordversuch. Ja. Ich habe dann überlegt, wie. Also springt er einfach nur ins Wasser und taucht. Und wartet, bis er sich auflöst. Bis er ertrinkt. Weil ich traue Chris ganz ehrlich gesagt nicht zu, Selbstmord zu begehen. Dafür finde ich ihn zu schwach als Charakter. Und er kann auch zu gut schwimmen. Ich meine, es dauert halt immer noch. Ja, dann wurde das irgendwie dann umgedreht. Und für mich war es dann eher wie so eine, naja, nee, ich wollte mich nicht umbringen. Ich war nur schwimmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es gedacht war. Ich fand es halt wieder etwas komisch. Ich meine, wenn er jetzt, es gibt ja, es war es für mich, wenn du diesen Schwimmgehen-Moment nimmst, ist es so ein Captain Dan, oder wie heißt er? Lieutenant Dan Forrest Gump-Moment, finde ich. Weil so, man lässt alles von sich und keine Ahnung, und reinigt seine Seele kurz. Aber ich meine, der ist damit voll Karacho, ist da in seinen ganzen Klamotten da reingesprungen. Ja. Nick mit Karacho hinterher. Und dann, Opi-Jacke, die schwimmen kann. Ich hasse die Opi-Jacke so sehr. Ich finde sie okay. Nee, die nervt mich. Mir ist jetzt langsam komplett egal, wie die Leute aussehen. Sollte auch egal sein. Ne? Der beige Nick nenne ich ihn noch gerne, diese beigen Klamotten. Ja, ich finde halt das Ganze, was danach kommt, war halt für mich einfach unlogisch und nicht konsequent. Ich weiß, es hat sich, also dieser Aufbau, weil wir wissen ja alle, warum sie das gemacht haben, dass sie da ins Wasser gehen, bla bla bla, Spannung. Aber es hat für mich nicht funktioniert. Es war super konstruiert, es war auch nicht besonders spannend, finde ich, und da hat irgendwas gefehlt. Also, und die Inszenierung war halt nicht klar in dem Moment. Überhaupt nicht. Nee. Also A, Lenke hat es, glaube ich, erwähnt, haben sie nicht gesehen, dass das Boot da ist und irgendwie die Leute tot sind? Erste Frage. War ja dann gefühlt 20 Meter von denen entfernt. Ja. Das kann man ein bisschen damit erklären, dass es diese allgemeine Panikstimmung war, was ist jetzt mit Chris und so. Da achtet man vielleicht nicht auf die nähere Umgebung, sondern nur auf seinen Sohn, beziehungsweise auch auf Nick, der sich ja auch in Gefahr begibt. Aber als dann, es heißt, als die Zombies dann auftauchen und dann so ein bisschen zubeißen, erste Frage, die ich mir stelle, warum sind die Zombies jetzt eine Gefahr, wenn du eigentlich voll schnell wegschwimmen könntest, wenn die Zombies eigentlich nur so durchs Wasser durchwarten? Ja. Und was passiert, wenn die Zombies ins Wasser beißen, ist ja auch für die schwieriger eigentlich potenziell, oder? Zweite Sache, die wissen, dass da Gefahr ist, die Leute rufen Gefahr, Gefahr. Chris schwimmt da weiter rum und eilt sogar zurück zum Boot, aber Nick macht genau Gegenteil und schwimmt da zu dem untergegangenen Boot, weil er irgendein Geräusch hört. Das fand ich sehr eigenartig. Er war unter Wasser und hat was gehört, ne? So warst du irgendwie. Sagt dann, ich habe irgendwas gehört und dann ist er zu diesem Boot hin. Und was hat er denn im Endeffekt gehört? War das eine Stimme oder war das der Zombie, der da sitzt? Zombie wahrscheinlich. Aber er hat doch auch zuerst sich diesen Zombie, der halt über ihm da geschwommen ist. Es sollte wahrscheinlich auch super spannend sein. Oh, das ist Chris? Nein, das ist ein Zombie. Den hat er sich so lange angeguckt und ist er so nah an den ran. Und das fand ich auch wirklich, das fand ich auch nicht gut inszeniert. Und was mich am meisten gestört hat, ist die zeitlichen Abstände und halt die Schnelligkeit in der Szene. Ja. Ich glaube, wären die schneller ins Wasser gegangen, hättest du dann diesen Zombie-Floater, wie wird es ausgesprochen? Egal. Floater gesehen, schönes Wort übrigens, dann glaube ich, hätte das besser funktioniert. Aber es war halt viel zu entzerrt und irgendwie war das alles super chillig und keine Ahnung, hättest du so, Strandmusik noch drunter laufen lassen können. Yay, ja, Beachparty. Der Sinn, der hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen, um diesen Szenen etwas Positives abzugewinnen, muss ich sagen, dass einige Aufnahmen oder Bilder einfach cool waren. Ich habe mich kurzzeitig an dieses Nirvana-Baby erinnert gefühlt. Ja. Das war wirklich 1:1. Ich fand diese Unterwasseraufnahmen mit dem Sonnenlicht, wie es dann gebrochen wird, sah auf jeden Fall cool aus. Ja, gut, aber was halt passiert, ist halt seltsam und nicht wirklich nachzuvollziehen und in der Art und Weise, wie es passiert.
passiert. Ja, ja. Also als er dann unter dem untergegangenen Boot ist und dieser Zombie da ist, wie genau befreit, also Nick, warum hört der Zombie Jagdlock auf, ihn anzugreifen? Genau. Was macht Nick, was den Zombie dazu führt, nicht mehr anzugreifen? Schubst er ihn so ein bisschen weg? Reicht es schon? Soll das heißen, dass der Zombie noch nicht irgendwie umgewandelt ist und irgendwie noch menschliche Sachen hat, weil er erst kürzlich gestorben ist oder sowas? Geht das überhaupt? Was ist da los? Und warum präsentiert er mit einer Begeisterung dieses Logbuch? Ich meine, hey geil, ich habe ein Logbuch. Es war doch auch so schon so ein krasser Moment. So, der hat da jetzt was, womit die was anfangen können. Ich weiß nicht genau was. Was bringt das denen? Mit diesem Logbuch ist, glaube ich, das ist so eine Idee wie in irgendwelchen alten Spielfilmen, die halt Piraten zeigen oder so. Das ist ja mal diese Idee von einem Logbuch, dass wenn ein Schiff angegriffen wird von irgendwelchen Piraten, dass der Kapitän mit der letzten Kraft, die er hat, noch aufschreibt, was passiert. Und vielleicht hat er die Hoffnung, dass sie halt Informationen dass da drin sind. Das ist genau, und das ist halt das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das macht, der Moderne macht das niemand, der noch schnell, oh fuck, wir werden gleich angegriffen, ich gehe schnell das Logbuch schreiben. Das sind ja keine Bootsmenschen. Damals im 16., 17. Jahrhundert, da hat sich der Kapitän halt eingesperrt in seine Kajüte und wusste, wir sind verloren und dann konnte er halt noch alles festhalten, wir haben alles probiert. Da ging es ja auch darum, dass, irgendwelche Versicherungsinformationen übertragen wurden, dass halt gesagt wurde, okay, wir wurden angegriffen von Piraten, deswegen kann nachher dann unsere Holding Company dann irgendwie das absetzen, was weiß ich. Und deswegen, was du das weißt. Ja, das ist... Ich guck Black Sails. Und deswegen fand ich das halt auch seltsam, dieses Logbuch, welche genauen Informationen, klar, es ist ein bisschen Neugier, was ist hier passiert und die Hoffnung besteht, dass man vielleicht dadurch Antworten bekommt, aber es war jetzt kein Grund, sich so krass in Lebensgefahr zu bringen. Ja, und ich finde halt auch, es war ja dann im Endeffekt so inszeniert wie, hey, ich hab hart um dieses geile Logbuch kämpfen müssen und seht, was ich habe und ich finde, das ist einfach, warum? Ja. Und irgendwie, ich finde halt, meint ihr nicht, dass es auch so eine Art Todessehnsucht von Nick ist, die dann immer mal rauskommt? Das ist halt dieser Vergleich, den Strand halt auch gemacht hat. Du hast keine Angst. Du hattest keine Angst, wenn du dir den Kick gegeben hast, sondern du hast immer den Tod ins Auge geblickt. Und so wird Nick halt jetzt auch in dieser Szene ein bisschen. Aber ich fand ihn eigentlich von seinem Auftreten her, wirkte er auf mich nicht lebensmüde. Also war jetzt nicht so, dass er sagt, okay, ist egal, wenn ich jetzt sterbe. Mhm. Er war eher bestimmt. Ja. Er war eher, hat eher vielleicht ein bisschen Kraft daraus geschöpft, dass halt Strand in ihm endlich was sieht, weil vorher hat ja niemand irgendwas in ihm gesehen. Ne? Er hat ja immer irgendwie um die Aufmerksamkeit seiner Eltern gekämpft oder seiner Mutter. Und ihm wurde auch immer wieder gesagt, dass er halt ein Junkie ist und dass er nichts wert ist. Und jetzt fühlt er sich vielleicht so ein bisschen mit neuer Energie aufgeladen und will das jetzt auch beweisen, dass er halt wirklich nützlich ist. Ändert nichts daran, dass es ziemlich dumm ist, was er macht. Weil das fände ich eigentlich cool, wenn das halt auch so, also für mich so rübergekommen wäre. Da finde ich es eigentlich noch, ich überlege gerade was schade, keine Ahnung. Also ich finde es umso doofer dann quasi noch, dass es halt irgendwie eher so gewirkt hat, als müsste er jetzt zu seinem alten Ich, sich selbst mit seinem alten Ich reflektieren, wie ich es halt gelesen habe. Ich hätte es cool gefunden, wenn er wirklich dann ja selbstbestärkt da rausgegangen wäre und hey, nee, ich will da nachgucken, ob es da ein Logbuch gibt und halt selbst auf die Idee gekommen wäre. Aber es war viel zu willkürlich, finde ich. Unwillkürlich. Ich denke auch, ich glaube, es gibt einfach wesentlich bessere Wege, um zu zeigen, dass Nick halt einen Schritt macht in seiner Entwicklung und dass es nicht so konstruiert und so wahnsinnig auf. Wir müssen jetzt Spannung erzeugen, so billig es auch ist. Da gibt es, glaube ich, einfach bessere Möglichkeiten. Das ist nicht meine Aufgabe, sich die auszudenken, das ist die der Autoren. Ich kann nur sagen, wie ich als Rezipient dann sage, sorry, das war mir. Und ich glaube, sie wollten Zombies unbedingt natürlich noch in dieser Episode haben. Rettungswesten-Zombie gab es auch einen. Der hatte so eine Rettungsweste an. Ja, die Spannung wird ja auch durch eine andere Sache erzeugt. Holy shit, das war dann Strand, das fand ich gut. Genau, dass Jacks Gruppe vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwie dafür verantwortlich sein könnte, dass diese Bootsleute da umgebracht worden sind, weil wir wissen ja von Jack nichts, außer was er uns erzählt. Das ist auch dann ein bisschen Lost-esque so, dass man, oder auch bei The Walking Dead und sowas. Vielleicht ist es ja der Lost Jack. Nee, der ist Jack. Ich meine, Jack bringt ja auch guten Erfahrung von Alicia, wo Alicia ist. Genau. Durch und dieses Rauchzeichen, glaube ich, da gibt es zwischendurch irgendwie so eine Unterhaltung. Als sie ihm mitteilt dann, dass sie sie nicht holen können, dann sagt er ja auch nicht, okay, danke, sondern I see you. Mm. Also es ist schon. Aber es war dann I see you, wir werden uns sehen, ne? Und ich sehe dich in dem Moment. Ich glaube, da war noch ein Will, also auch, ein apostrophiertes. Aber es klang schon so ein bisschen. Klang halt wie eine Drohung. You, so. Sicher. Wir werden uns sehen. Ja, genau. Ja, von wegen, ich schlitze dich auf. Ja. Ich zieh auf. Ja. Mal sehen, ob es dann Jack ist. Ich fand halt dieses Radarsystem auch ein bisschen interessant, weil. Ist das Radar? Ich habe mich ja gefragt. Oder Sonar? Ich weiß es nicht. Also, das ist ein gutes Stichwort. Ein gutes Stichwort für alle
Schifffahrtexperten da draußen. Wir brauchen jemanden für die Kartei jetzt für die zweite Staffel von Fear the Walking Dead. Wenn ihr Experten seid, podcast@segeljunkies.de. Wenn ihr einen Krabbenkoder habt, schreibt uns, wie diese Technik heißt, die der gute Strand da zur Verfügung hat. Ob es jetzt Sonar ist oder Radar. Ich meine, er konnte ja dieses gekenterte Boot hat er ja anscheinend nicht gesehen auf dem Radar. Ja. Vielleicht, weil es halt nicht mehr aktiv war, weil es halt keine Motorengeräusche von sich gegeben hat, was weiß ich. Und das kann er jetzt ja sofort bestimmen, es kommt auf uns zu, mit einer Geschwindigkeit von 24 Knoten oder sowas. Ja. Relativ schnell, schneller als Abigail ist. Und das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr wertvolles Gerät. Also, Und ich glaube, es ist ein Radar. Ich glaube, Sonar machen nur Wale, aber ich kann auch völlig einen Bullshit gerade erzählen. Ja, Sonar kann ich halt eigentlich auch von den Geräuschen, die unter dem Wasser von Walen hat, dass man halt mit einem Sonar oder U-Boote zum Beispiel nutzen das auch. Ja. Aber es gibt auch, glaube ich, auch normal Boote. Aber kann man nicht die Wellenbewegung auch irgendwie messen oder sonst was? Das sind Radarwellen einfach. Okay. Oder Sonarwellen. Oder Laser. Laser. Ein Laser. Und wie fandet ihr dann den letzten Satz von der guten Madison? Ich fand es erstmal sehr vage zu sagen, dass es auf jeden Fall die sind, die das getan haben. Aber es ist natürlich umso spannender. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das am Ende schon dann ein bisschen interessant fand. So. Unsichtbare Ninja-Piraten. Der kommt da jetzt genau. Geil. Ninja-Piraten zum Beispiel. Weil wir hatten uns ja immer so ein bisschen lustig gemacht, also zumindest ich. Ich nicht, ich wollte Axel alles haben. Hanna, das mit diesem Boot, ja, was da alles passieren kann. Aber ich fand die Idee, dass es dann vielleicht so eine Art Piraten, dass es einfach Piraten gibt oder sowas Waterworld-mäßiges. Aber so weit sind die doch noch gar nicht. Natürlich das ist mir viel zu früh. Natürlich. Aber zwei Wochen später haben sich richtige Piratenbande in L.A. gegründet. Das ist halt einfach zu früh. Aber mit richtigen Tats. Diese Hipster-Piraten. Hipster-Ninja, Viking-Piraten. aber ich meine, es ist ja schon diese Andeutung, dass es irgendwie, es gibt jetzt keine Regeln mehr. Ne? Und sehr relativ früh keine Regeln mehr. Und Leute, die keine Ahnung, die denken sich, okay, wir müssen jetzt an unser Überleben denken, deswegen gehen wir jetzt schon keine Kompromisse. Genau. Und von daher finde ich aber die Vorstellung, dass es jetzt so pirateneske Auseinandersetzungen geben könnte, finde ich eigentlich gar nicht mal so uncool. Das finde ich auch cool, aber das ist doch, Entschuldigung, du wolltest das sagen. Objektiv betrachtet ist halt die Abigail auch eins der geilsten Dinger, die du da haben kannst. So aber was auf dem langsamer als das Ding von Captain Jack. Ja. Aber ich glaube ja, ist es das von Captain Jack? Und ich dachte ja eher, dass Captain Jack vom Militär ist. Weil ich finde halt, wir sind noch viel zu sehr in diesem Militär-Dingsbums. Und ich meine, die ballern da mit ihrer Kobold-Aktion das ganze Land nieder. Ich glaube, wir sind halt voll in der wir möchten Blut und keine Zombies sehen, in dem Modus noch. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass es eher das Militär ist, was kommt und auch alle Boote auf dem Wasser vernichten will. Weil bis sich Piratenbanden entwickeln, ne, und da so eine Struktur entsteht, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Und das fände ich viel zu unglaubwürdig. Für mich sind die ja gerade erst. Ich erwarte ja nicht, dass gleich hier Davy Jones mit seiner ganzen Regatta da antanzt. Das ist Staffel 3, Felix. Ich finde einfach die Idee nicht schlecht, dass man sagt, okay, so wie es halt in The Walking Dead auf dem Land verschiedene Gruppen gibt, die sich sofort zusammenrotten und an ihr Überleben denken und natürlich dann alle Außenseiter versuchen auszuschalten und die zu beklauen. Warum soll es das nicht auch dann auf dem Meer irgendwann geben? Ist The natürlich Floating sehr früh. Dead. Ja, aber fände ich irgendwie ganz interessant, wenn wir da mal sowas sehen, wie sie, was ich mit Enderhaken rüberkomme. Kanonen beladen. Ja, das wäre amüsant, muss ich sagen. Meine brennendste Frage ist gerade, wann wird der Kraken freigelassen? Release the Kraken. Gott. Ja. Alles ist möglich. Ja. Und können die Wasser-Zombies, können die vielleicht auch, wenn die auf dem Boot alle sterben und dann quasi eine untote Zombie-Bootmannschaft sind, lernen die irgendwie das Boot zu steuern? Oder ich meine, das ist auch so geil, wenn man so einen Zombie da hat. Die werden angebunden. Und dann müssen die immer den Anker einholen und so. Weil ich meine, so im Wasser wirken die, finde ich auch jetzt nicht ganz so gruselig. Nee, aber nicht. Ein bisschen, die schwemmen halt auf irgendwann. Ich glaube, du kannst halt also super wenn das Wasser 44 Meter tief ist, dann vielleicht nicht. Rein theoretisch müsste man noch einen Zombie ertränken können, oder? Weil dann wird ja das Gehirn, hat ja immer keinen Sauerstoff mehr und stirbt. Und dann ohne Gehirn kann ja ein Zombie auch nicht existieren. Das ist ja dann genauso ein Kopfschaden, oder? Weiß ich eben nicht. Atmen Zombies? Ja. Na, also sie leben ja nur so lange, dass der Kopf intakt ist, genau. Das Gehirn. Ja. Und das heißt einfach nur Messer ins Gehirn. Da müsste das Gehirn schon platzen irgendwie von dem Wasserdruck. Meinst du, aber ich habe ja am Wochenende. Wenn jemand eine Theorie hat, das würde mich wirklich sehr interessieren. Mich auch. Habe ich The Walking Dead, die erste Staffel, gerewatcht. Ich wurde dazu genötigt. Und tatsächlich, als damals Amy, Andrea Amy, erinnert euch, als Amy stirbt, da setzt es, oh Gott, krasser Spoiler, vor 5 Jahren stirbt, da setzt die Atmung wieder ein zum Beispiel.
Ich fand eh ganz, musste sehr lachen über diese ganzen Zombies, was die alles können damals noch. Bei Frank Darabont hatten die halt auch noch so ein paar andere Regeln, die vielleicht dann später ein bisschen außer Kraft gesetzt wurden. Genau, ich meine. Du hattest auch noch ein anderes Beispiel, oder? Ja, sehr geil, weil die können nämlich sich Ziegelsteine nehmen und damit auf Scheiben einschlagen. Sehr, sehr rudimentär. Eine Zombie-Mädchen hebt doch auch ihren Teddybären auf. Das hebt ihren Teddybären auf, ganz genau. Das hat mich auch sehr irritiert, aber ich meine, sollten diese Regeln gelten, dann könnte man sie auch ertränken, meiner Meinung nach. Dann würde ich dir recht geben, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es so ist. Ja. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Es ist, glaube ich, Zeit für ein Fazit. Ich kann gerne ganz kurz was sagen. Also wir haben uns ja schon bei vielen Handlungssträngen ausgelassen. Ich sag mal das, was mir gut gefallen hat. Und zwar Strand und Daniel Salazar. Echt? Die beiden Charaktere mag ich gerne. Und ich finde es das cool, dass jetzt schon so ein bisschen angedeutet wird, dass sie halt so eine Art, also Lagerkoller wäre zu früh, aber es ist halt eine besondere Situation. Könnte sehr schnell dazu mit kommen. Leuten zusammen zu sein, die du halt rein theoretisch erst seit ein paar Monaten, seit ein paar Wochen kennst. Mhm. Und dann halt jemand wie Strand dabei ist, den noch niemand wirklich kennt. Da könnten einige spannende Situationen kommen. Ich hoffe einfach, dass noch irgendwie die richtigen Charakterkombinationen gefunden werden, weil das, was bis jetzt da ist, gefällt mir größtenteils gar nicht so. Ich finde es eigentlich eher langweilig. Das war generell ein Problem von der Episode. Was mir gut gefallen hat, waren viele einzelne Aufnahmen, die einfach cool waren. Also sei es das Brennen eher am Anfang, zwischendurch die Wasseraufnahmen. Das fand ich irgendwie visuell einfach stark. Und ansonsten, ja, negativ haben wir schon ein paar Sachen erwähnt. Die Teenies sind dann nach wie vor ein Problem. Und selbst die Erwachsenen. Ich finde Travis nach wie vor weder Fisch noch Fleisch. Und der er wurde ja von Anfang an so gezeigt, dass er schon einer neben Maddie sein könnte, der vielleicht das Kommando an sich reißt. Und da sehe ich halt definitiv Maddie weiter vorne, was okay wäre. Aber sie ist halt auch noch, sie hat auch noch Verbesserungsbedarf, glaube ich. Ja. Anne? Okay, jetzt kommt das, was ich mir eigentlich vorher mal aufschreiben sollte. Mein Fazit. ja, ich habe ja schon doch die Dinge schon gut ausgeführt, die mich gestört haben. Ich fand halt einfach, in der Handlung waren für mich viele Logiklücken oder Dinge, die einfach nicht glaubhaft waren für mich. Und es hat mich amüsiert, ich musste lachen, das fand ich nett, aber ist ja nicht unbedingt positiv für die Episode. Trotzdem bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich würde auch sagen, wie Felix, dass in ein paar Sachen auf jeden Fall Potenzial liegt. Ich finde diese Wassergeschichte auch weiterhin spannend. Ich fände es cool, wenn sie auch irgendwie, ja, auch so ein bisschen Zombie-gruselig rüberkriegen. Wie gesagt, Wasser-Zombies finde ich jetzt nicht. Die Floater finde ich nicht besonders gruselig in dem Sinne. Und ich würde mir einfach für die nächsten Folgen wünschen, dass sich gerade in den Charakterentwicklungen der einzelnen Figuren, dass sich da was tut und halt, ja, dass nicht immer alles entweder on the nose ist oder undurchschaubar oder komisch. Ja. Das war doch mal was, wa? Mhm. Meine Review könnt ihr auf serienjunkies.de nachlesen. Ich bin diesmal, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen eher ins Komödiantische abgedriftet, manchmal an einigen Stellen, weil es halt auch manchmal so zum Lachen war. Ja. Ich bin sehr auf den Teenager rumgeritten, weil sie halt wirklich teilweise ärgerliche Entscheidungen treffen. Auch nachvollziehbare Entscheidungen und, wie ich schon angedeutet habe, Entscheidungen, ohne die die Folge strunzlangweilig wäre, weil es sonst keinen Konflikt gäbe. Mhm. Der Ärger muss natürlich irgendwie erzeugt werden und wir müssen 15 Episoden füllen, also fast dreimal so viele wie in der ersten Staffel, also brauchen wir da auch Material. Am ärgerlichsten fand ich dann noch Chris, Nick fand ich auch, wie Felix, glaube ich, am besten von denen, Alicia, ja, okay, lassen wir ihn mal durchgehen, auch wenn sie die Gruppe in Todesgefahr bringt, potenziell. Rein potenziell, ja. Daniel und Strand mag ich auch sehr gerne und ich finde auch gut, dass Strand auch ein paar Schwächen zugeschustert bekommen hat, aber von allen immer noch ein bisschen oder schon mit den meisten Durchblick in dieser ganzen Sache hat oder zumindest irgendwie mal versucht, einen Plan reinzubringen. Ärgerlich fand ich auch das letzte Drittel, vor allem diese Nick-Chris-Sache, wie das inszeniert wurde, weil es einfach unklar war und irgendwie, ich musste mir es 5-mal angucken und habe immer noch nicht ganz begriffen, was das jetzt eigentlich sein sollte. Dafür fand ich den Cliffhanger ziemlich gut, dass da genau an der richtigen Stelle das Episodenende gefunden wurde und ich wollte eigentlich direkt weitersehen beim Screening. Zum Screening vielleicht nochmal, da war die Deutschlandpremiere hier schön im Haus Ungarn. Welche Prominenz war denn da? Prominenz war da Michaela Schäfer, Regina Halmich und die Ex-Freundin von Loda Matthäus. Wow. Wo ich mich bei letzter gefragt habe, warum? Aber egal, macht man halt manchmal bei solchen Screenings. Besonders, es ist die Ex-Freundin von Eine Ex-Freundin. Der hat halt irgendwie 30. Ja, genau. Aber dafür hat Amazon eine sehr schöne Location hergerichtet, wunderbares Essen serviert und Trinken natürlich gratis. Galen Hurd war da, hat noch ein paar Worte verloren. Johanna Klum hat den ganzen Abend moderiert. Wir haben die Episode vorab gesehen. Es war sehr interessant zu erfahren, wie sowas dann passiert, dass da extra ein Laptop aus dem Ausland herangeschafft wird und der die Folge von da abspielt. Und nach dem Screening wird halt der Laptop vernichtet?
Na fast. Die Datei vernichtet. Die Episode wird auf jeden Fall vernichtet. Okay. Und Johanna Klum hat dann noch so ein bisschen gescherzt. Ja, danach wird der Laptop in die Spree versenkt, was natürlich wahrscheinlich nicht so ist. Aber es stand halt immer da, bitte nichts aufnehmen, wir mussten unsere Handys abgeben. Also da waren schon sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, obwohl wir das Ding so eine halbe Woche vor dem Start gesehen haben. Ich weiß nicht, was man da groß hätte verraten können. Man hätte mitfilmen können oder so. Man will natürlich nicht, dass es vorher im Internet landet. Natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwas Gigantisches passiert ist, womit niemand gerechnet hätte. Der Amazon-Videochef war auch da und der hat gesagt, dass Fear the Walking Dead eine der erfolgreichsten Serien von Amazon ist. Verständlich wahrscheinlich bei der Marke, die dahinter steckt. Und auch noch ein interessanter Fun-Fact von Gail Enhurt war, dass diese Episode 10 Tage lang Drehzeit verschlungen hat und die anderen haben dann normale 8 Tage gedauert. Es wurde auch gefragt, ob es irgendwann mal eine Überschneidung gibt zwischen The Walking Dead und Fear the Walking Dead, aber da ist natürlich die Standardantwort, die sind zeitlich viel zu eng oder weit auseinander und Rick ist ja immer noch de facto im Koma, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo diese Serie spielt. Korrekt. Ja, aber es war an sich ein schöner Abend. Meine Nichte war mit mir dabei und wir hatten ein bisschen unseren Spaß. Lecker essen. Es gab Goodie Bags. Goodie Bags, genau, mit so ein paar Würmchen und einem Auge. Würmchen. Ja, und man kann die Episode halt, das ist natürlich das Schöne für alle Deutschgucker, direkt am Montag nach der US-Ausstrahlung sehen, sogar schon um 10 Uhr morgens. Das ist krass. Und deutsch und synchronisiert. Also da ist schon irgendwie auch eine logistische Meisterleistung. Wobei, wenn man mal ganz kurz über Synchronisation sprechen würde, da scheint so ein bisschen die Geister. Da hatte ich auch noch ein bisschen ein Problem. Genau, Hanna hat das, glaube ich, schon mal gesagt in der ersten Staffel. Die Tonabmischung ist nicht ganz optimal. Also ich hatte so den Eindruck, dass die Sprachstimmen sehr viel lauter sind als die Effektstimmen. Und vor allem bei der Chris-Szene, wo er ins Wasser springt, habe ich bei der deutschen Fassung nicht mitbekommen, dass Chris ins Wasser gesprungen ist, weil ich kein Plätschern gehört habe. Als ich es dann nochmal in Englisch gesehen habe, war mir es dann natürlich klarer. Aber ich habe mich erstmal gefragt, was ist jetzt passiert, warum reagieren die Leute? Also da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ich glaube, sowas ist dann oft auch so eine Entscheidung, halt wirklich aus dem Synchronisationsbüro zu sagen, okay, vielleicht wird es spannender, weil ich meine, er läuft ja vorbei, das tut er, die sehen den ja. Ich meine, ich find's auch nicht gut, aber ja. Aber man hört im Englischen halt wirklich zuerst das Platschen und dann. Ja. Das ist ja auch logisch und dann reagieren die. Vielleicht bin ich auch taub. Kann ja auch sein auf meine oder das. Tage. Wir werden das aber ich habe meine Nichte auch gefragt und sie meinte halt auch, du bist taub. You old man. Don't speak to me. I want to tweet and Instagram. I don't know him. Nein, den kenne ich nicht. Warum holt er sich die ganze Zeit Brot? Die Tasche voll mit Brot gemacht. Füll doch nicht die dritte Tupperware ab. Ach ja. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Möglichkeit, liebe Leute von Amazon. Und uns bleibt noch zu sagen, Feedback könnt ihr uns unterlassen. Könnt ihr bitte unterlassen. Es reicht. Wir haben eine Staffel lang zu Walking Dead Feedback bekommen. Es reicht einfach. Nein, Feedback könnt ihr hinterlassen unter dem Artikel, unter dem YouTube-Video. An podcast@serienjunkies.de. Ihr könnt uns natürlich Bewertungen bei iTunes schreiben, weil je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben, desto mehr Leute finden heraus, dass wir einen Podcast machen zu Fear the Walking Dead und unsere anderen wunderbaren Serienjunkies-Podcasts. Erzählt es euren Eltern und Geschwistern und Stiefgeschwistern und überhaupt allen, die ihr kennt. Der ganzen Patchwork-Familie. Genau. Erzählt es irgendwie eurem Daniel Salazar in der Familie. I don't care. What are you talking about? Und uns findet ihr bei Twitter alle. Wo findet man dich? Mich findet man unter @animation. Mich findet man unter dem Handle @JohnFerrari. Ich bin Awesome Art und ich möchte auch nochmal die Werbetrommel rühren für unser letztes Twitch-Live-Event, was ihr jetzt bei YouTube finden könnt, inklusive Hitsong und Werbeclips. Also schaut da mal rein. Das war groß, Leute. Das ist immer noch groß. Wir finden wirklich lustig, was wir tun übrigens. Und wir sind selten unter Drogeneinfluss. Selten. Seltenst. Die Anne, da kann ich nicht Garantie abgeben. Aber der Arndt. So, genau. The straight edge. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und freuen uns auf eine weitere Folge. Mal gucken, in welche Konstellation. Genau. Das stimmt. Wahrscheinlich, hoffentlich und vielleicht mal wieder in der ursprünglichen Team Albern, wie sagt man, Konstellation? Ja. Ich würde gerne auch mal wieder nur dann den Schnitt machen. Aber ja, ich hasse Reden. Die haben mich hier dazu gezwungen. You're weird. Bis zur nächsten Woche. Bis dann, mach's gut. Tschüssi. Tschüss.